Mephisto erinnert mich so an Herrn Gysi. Otto 71, Geschäftsführer. Ja, jahrelang, muss ich leider bekennen, ja. Heute ist mir das peinlich. Ich war sogar Mitglied, muss ich bekennen. Das ist mir noch peinlicher heutzutage. Weil sie nichts zu sagen haben. Nun, ich neige auch dazu, ausführlich zu sein, aber hier und da bremse mich doch und versuche, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Ich gehe viel in der Natur. Ich habe Kampfstiefel, die ich aus meiner Bundeswehrzeit noch habe. Und zum Wandern hier und da sind sie sogar gar nicht schlecht. Nein, habe ich leider nicht. Ich denke ja. Weil ich gewisse Vorstellungen von Politik habe, die ich früher dachte, würde von der CDU verwirklicht und gemacht, das ist nicht mehr der Fall. Ich wollte meine Überzeugungen nicht wechseln, sondern ich musste die Partei wechseln. Oh je, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, keine Ahnung. Schubert, die Unvollendete, eines der schönsten Musikstücke, die ich kenne. Nun, das kommt drauf an. In Bitburg gibt es einige ganz gute Restaurants, wo man sehr gut essen kann. Und in seltenen Fällen gehe ich auch mal ganz gern in ein Sternelokal, wenn ich was feiern will oder so. Grillteller. Mich mit Freunden zu treffen und mich über Themen zu unterhalten und zusammen gut essen zu gehen. Alter ist keine Frage der Jahre, sondern der Einstellung. Schwer zu sagen. Archäologe vielleicht. Weder noch würde ich sagen. Ich komme aus der Eifel, es ist eine wunderschöne Gegend, da fühle ich mich sehr wohl. Puh, das ist schwer zu sagen. Also ich lese ständig Bücher und meistens mehrere gleichzeitig. Vielleicht den Faust. Faust 1 gefällt mir sehr gut. Ich möchte im Landtag gewisse Ziele verwirklichen und vor allen Dingen unsere Bauern und Landwirte schützen und verteidigen und ihnen nützen. Otto 71, Geschäftsführer.